Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies Teil 2. Ja, ich möchte den Schlägertypi haben. Der hat gerade in dem Vasenspiel hatte ja so einen guten Schaden gemacht. Und ich frage mich, ja, wie der wohl im normalen Spiel halt eben so ist. Okay, wir dürfen auf keinen Fall hier hinten die letzten zwei benutzen. Aber müssen trotzdem irgendwie durchkommen. Ja, klasse. Das heißt, ich habe einen verminderten Weg und muss schon recht früh anfangen, hier Schaden zu machen. Okay, ich würde sagen, ich probiere es auch wieder mit der Lasertaktik. Die hat eigentlich recht gut geklappt. Zur Not dann noch Maisi. Den hier rein. Dann natürlich einen Stein und den Boden. So. Ist ja auch ein mega gemeines Level, wenn die so viel Platz wegnehmen. So, komm, 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 komm. Ich brauch Sonne. Hier muss ich jetzt recht früh schon anfangen zum Pflanzen. Nicht, dass ich da Ärger bekomme. Okay, da unten kommt schon der nächste. Ich brauch Sonne. Und es könnte sein, dass ich gleich einen Stein hier auch hinbauen muss. Okay, es kommen noch mehr. Ich brauche 100. Einen für unten. Und einen für oben. Und jetzt brauchen wir Glück. Aber ich glaube, beim oberen muss ich jetzt schon einen Stein hier einsetzen. Ne, noch nicht. Okay, und da haben wir schon zwei, die prädestiniert sind, damit wir dann Laser einsetzen. Ich brauche noch etwas Kohle, ich brauche noch eine Kohle. Für einen Laser, okay. Ich brauche noch einen Laser. Dankeschön. So, sind ja alle noch recht einfach. Aber die nächste Runde ist auch schon, wo wir einen Laser einsetzen müssen. Oh. Komm. Noch eine Sonne. Dankeschön. Ah, scheiße, falsche Lane. Okay, dann brauchen wir da einen Steini. Okay, der hat es Gott sei Dank überlebt. Aber da sind sie schon am Futtern. Okay, sehr schön. Da oben kommt ein Grüner. Ich brauche noch einen Laser. Komm. Oh. Okay, Steini. Scheiße, das wird. Okay, da haben sie sich schon durchgefressen. Oh, das heißt, die Lane ist verloren, oder? Ja, die Lane ist verloren. Jetzt bekomme ich natürlich hier. Fressen die sich auch durch die Pilzkolonie? Bauen wir hier einmal einen Drachen. Es wäre ja eigentlich schon geschafft gewesen. Gut, welche Lane müssen wir jetzt besonders mal schützen? Ich denke die obere. So, dann können wir hier nämlich mal ein bisschen. Die anderen sehen nicht schlecht aus. Die untere macht mir noch ein bisschen Sorgen. Na komm, da machen wir uns Steine hin. Hier können wir noch einen Drachen hinmachen. Ach, das war's schon. Okay, nur eine Lane verloren gehabt.
Okay, war leichter, als ich im ersten Moment dachte. Teilt bei Feinden vor und hinter sich schnell aus. Das ist natürlich praktisch, wenn er auch hinter sich rausschlägt. Der Pak Choi. Okay, sehr schön. Wir haben ihn freigeschaltet. Können wir einmal in den Zen-Garten gucken. Aber ich glaube, da hat sich nicht großartig was verändert. Ich überlege immer noch, bei welchem Level ich die jetzt einsetzen soll. Dabei habe ich eigentlich so viele Pflanzen oben drin. Ja. Und unsere Mission ist auch erfüllt. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Level 1, 13 geschafft. Schauen wir noch ganz kurz ins Mission erfüllt. Aber hier gibt es auch noch mal ein bisschen Rollrasen. Und wir bekommen 2 Diamanten dafür. Okay, das war die Runde 1.13. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde bei Plants vs. Zombies Teil 2. Bis dann, ciao, ciao.